So Leute, willkommen zur nächsten Folge von Fußballmanager 17. Und wir haben in der letzten Folge haben wir Frankfurt weggebürmst. Kann man eigentlich schon so sagen. Also wir waren ja überragend gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit dann. Ein solides Ergebnis auf jeden Fall gewesen gegen Frankfurt. Jetzt nächstes Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Im Moment auch nicht gut drauf. Befinden sich auf dem 15. Platz. Haben jetzt letztens erst gegen Köln verloren. Und davor gegen Hamburg, haben aber davor gegen Leipzig es geschafft zu gewinnen und gegen Hoffenheim. Ist so ein bisschen unbeständig, die Historie. Müssen wir gucken. Wie das Spiel wird, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall der klare Favorit hier in der. Guck, wir sind über 100 Punkte stärker. Wetter ist bewölkt, das heißt, der Platz ist eigentlich auch trocken. Also kein Problem. Wir lassen Henrichs, kriegt nochmal den Stammplatz. Der steigert sich momentan so krass. Pazlak ist momentan, oder mittlerweile ist er Stamm auf Rechtsverteidiger. Haben wir seine Trainingsziele als Rechts, wir haben Trainingsziele auch als Rechtsverteidiger angepasst. Da arbeitet er dran, das macht er. Für Henrichs, haben wir für Henrichs Trainingsziele? Ja, ne? Ja, für Henrichs haben wir Trainingsziele. Feilt an Schusskraft, momentan an langen Pässen. Ist gut. Ja. Wir versuchen, Henrichs so ein bisschen als Allrounder aufzuziehen. Aber momentan ist halt das aufhängende Spitzer halt am besten. Und wenn er sich da festbeißt, ist gar nicht mehr so schlimm. Gar nicht mehr so schlecht. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir gerade nochmal die Jugendmannschaft. Da ist nämlich Fabian Forst, der hat in der letzten Folge erst einen neuen gekriegt. Kriegt er jetzt Weigel. Und dann haben wir bald auch schon unsere ganzen Abgänge wieder. Oder was heißt ganzen Abgänge? Die drei Abgänge. Und ich freue mich darauf, dass Podolski echt... Ich habe da jetzt nochmal so drüber nachgedacht. Und ich freue mich echt, dass das jetzt geklappt hat, dass wir den jetzt... Zwar schon im Winter, ne? Aber ich meine, besser jetzt, als dass er nochmal bis zum Ende der Saison in unserer zweiten Mannschaft versorgt. Dass wir Podolski zu Köln gekriegt haben, weil Köln wird da auf jeden Fall weiterhelfen. Alleine von der Führungsqualität, vom Status in Köln, dass er da jetzt nochmal einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, wahrscheinlich seine Karriere da beenden wird. Vielleicht sogar danach eine Position im Verein übernimmt und sowas. Das ist richtig geil, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Ja, also für die ganzen Sachen haben wir jetzt den Weg geebnet. Für Podolski. Wieder zurück in der Heimat, ne? Sehr schön. Gut, dann haben wir eigentlich so gar nicht mehr viel zu tun. Unsere Teamdynamik ist auch wieder, ist einfach nur wieder Zucker. Ist auf über 300. Henrichs hat gut trainiert. Gibt seine Moral nochmal. Ginter auch. Tielemans machen wir auch noch zum Nationalspieler, keine Sorge. Aubameyang hat auch gut trainiert. Erik Durm ist momentan halt nur noch auf der Bank. Dadurch, dass halt Pazlak jetzt Stamm ist, ne, auf seiner Position. Lee hat die Sprache einfach immer noch nicht drauf. Und wir nähern uns einer Teamdynamik von 400 mittlerweile. Das ist krass. Es geht auch immer weiter hoch. 394 haben wir, Teamdynamik. Und uns fehlt halt noch sowas wie... Wir haben eine sprachlich schwierige Kommunikation. Holländisch. Holländisch, ja, ist der Einzige, der Holländisch spricht. Es wäre gut, wenn er noch Deutsch könnte. Oder wir irgendeinen hätten, der Holländisch kann noch. Naja, wird er schon drüber hinwegkommen, der Tielemans. Gut, dann, ja, Sokrates ist nicht so... Egal, Sokrates spielt. Wir gehen nochmal mit unserer Stammelf jetzt da rein, weil wir brauchen die Punkte unbedingt. Wenn wir dann später uns so ein bisschen hier festgesetzt haben wieder, dann können wir so ein bisschen auch Leute spielen lassen.
so Talente spielen lassen. Ne? Aber obwohl, wir lassen eigentlich auch Passlack spielen und wir lassen auch Henrich spielen. Aber ich möchte halt, Tielemans Weigel ist halt momentan so on fire, den möchte ich nicht auf die Bank setzen. Ich glaube, das versteht ihr. Weil der ist echt Leistungsträger, zusammen mit Pjanic. Das freut mich auch, dass Pjanic einer unserer Leistungsträger ist, weil den wollte ich ja unbedingt haben. Wir haben viel Geld für ihn ausgegeben, um ihn von Juve zu bekommen. Und, boah, ich bin begeistert von ihm. Ich bin echt begeistert von Pjanic, wie er sich in die Mannschaft eingebracht hat, was er mittlerweile ist in der Mannschaft. Sollte eigentlich auch einen gewissen Status mittlerweile schon haben. Guck mal die Teamhierarchie an. Ja, Pjanic ist einflussreicher Spieler. Aber sieht sehr gut aus. Ja, irgendeiner könnte jetzt irgendwann mal den Schritt zum Anführer machen, vielleicht Bender. In der Mannschaft, aber so sieht das eigentlich sehr gut aus. Henrich ist noch nicht ganz akzeptiert vom Team, ist im Team umstritten. Aber wenn er gute Leistung bringt, dann wird sich das auch ändern. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Dings rein, hier. Sonderbewachung kriegt Schieber und dann gehen wir rein ins Spiel gegen Berlin. Bis gleich. So Leute, willkommen zum 17. Spieltag. Wir haben Dennis Aitekin als Schiedsrichter heute bekommen und ja, der letzte Spieltag dieser Hinrunde. Und hoffen wir, dass wir gewinnen und Bayern patzt, weil dann sind wir Erster. Das wäre es auch, Herbstmeister. Schuss von Marco Reus wird von Jahrstein zur Ecke abgefälscht oder abgewehrt. Gibt Ecke folgerichtig. Lustenberger gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Ecke geht hoch, kommt hoch in den Strafraum, statt weg zu fausten, produziert Jahrstein eine Kerze im eigenen Strafraum. Sokrates kommt unbedrängt von Subotić an den Kopfball, liegt zum 0:1 über die Linie. Jawohl, Sokrates. Macht er auch mal sein erstes Tor in dieser Saison. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Momentan sind wir Erster. Momentan wären wir sogar Erster, aber ich glaube, gegen wen spielt Bayern denn heute? Wen spielt Bayern? Bayern spielt gegen Stuttgart. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Bayern gegen Stuttgart patzt. Und wenn sie patzen, dann... Ja, wir hoffen mal das Beste. Wir gucken am Ende wieder drauf. Wir operieren mit vielen Bällen in die Spitze. Und wir müssen das Spiel gegen Berlin ja auch erstmal machen. Deswegen, ich denke, Berlin ist auch ein gefährlicher Gegner, so wie jeder Verein in der Bundesliga, wenn man nicht aufpasst. Oh, Stocker verletzt sich. Sprunggelenkverletzung. Schade. Müssen sie direkt wechseln. Petersen kommt rein für Stocker. Ja, früher Wechsel. In der 16. Minute. Sokrates mit einer guten, sehr guten Note. Weigel auch wieder sehr gut unterwegs. Steilpass von Darida auf Schieber. Der erläuft den Ball gerade noch so. Wow. Wir hatten Glück jetzt. Horn hat nicht mit einem Abschluss gerechnet von Schieber. Wir hatten Glück, dass der Ball nicht reingegangen ist. Weigel legt rechts zu Dembele. Der wird von Plattenhardt nicht entscheidend attackiert. Schießt, bringt den Ball aus 9 Metern im linken Eck unter. Jahrstein kommt nicht mehr ran. Schönes Ding. Ja, Dembele, schönes Ding. Auch sein 6. Tor schon. In dieser Saison. Henrichs geht am Strafraum zu Boden. Knapp. Ja, Bayern immer noch nichts gemacht. Fällt dann wieder leicht gegen Subotić, reklamiert, Schiri lässt aber weiterspielen. Und die Mannschaft spielt schon wieder richtig stark, ey. Richtig stark. Sokrates, Bender, Paslak mit der 2 wieder, Weigel wieder mit der 1, Pjanic wieder gut unterwegs, Dembele. Natürlich können nicht alle auf einer 1 sein, aber wenn wir so viele Leute konstant gut haben, ey, boah, Junge, Junge. Bayern immer noch nichts gerissen gegen Stuttgart. Stuttgart sogar 1-0 vorne. Marco Reus setzt sich durch auf der linken Seite, flankt auf Aubameyang, der den Ball nicht kontrollieren kann. Und Jahrstein kommt dazwischen. Skelbred kriegt jetzt nochmal die gelbe Karte wegen einem taktischen Foul in der 39. Minute. Wir gucken immer mal wieder auf Bayern. 1-0 immer noch.
Marco Reus mit der Ecke. Oh, die haben wir jetzt übersprungen. Schade. Ein Tor hat Hertha schon, hat Hertha wahrscheinlich nicht verdient. Zwei Minuten wird drangehangen in der ersten Halbzeit. 120 Sekunden, Halbzeit ist vorbei. So, wir sind 2-0 vorne. Gut unterwegs. Stuttgart führt gegen Bayern. Spielt uns alles gerade in die Karten, dass wir vielleicht sogar Herbstmeister werden, ja. Und das wäre so eine Sache, die würde mich jetzt richtig freuen. Wenn wir Herbstmeister werden, super. Von der Katastrophensaison, also Katastrophenstart zum Herbstmeister, das wäre super. Das wäre ultra nice. Wir gehen auch so in die zweite Halbzeit. Pazlak fängt sich direkt mal in der ersten Minute der zweiten Halbzeit eine gelbe Karte. Wegen klarem Handspiel. Aubameyang setzt sich im 16er gut gegen Subotic durch, legt dann zurück auf Pjanic. Der ist aber einen kleinen Tick zu spät. Ich spuck auf mein Mikrofon. Jahrstein kann den Ball aufnehmen. Möglichkeit jetzt für Berlin. Langer Ball aus der eigenen Abwehr von Hertha. Skjelbred legt den Kopf für auf den Kopf von Stieber. Alleine vor Horn. Er macht das 1-2. Stieber. Ja, da war man gut getragener Angriff, sag ich mal. Pjanic spielt schließlich zu steil. Was geht hier ab? Hä? Was geht? Boah, jetzt mach nicht das 2-2. Boah, Junge. Wir schicken unsere Leute mal aufwärmen. Wir lassen uns jetzt einfach überraschen, ne? Vom Herbstmeister. Plattenhardt geht bei einer Flanke von Marco Reus auf Nummer sicher, klärt zur Ecke. Ecke von Marco Reus wieder. Kommt genau auf den Kopf von Aubameyang. Der steht vollkommen frei. Hat keine Mühe, aus 7 Metern den Torhüter zu überwinden. 1-3, jawohl. Da ist wieder dieses Dingen. Jawohl. Alte Kinder hat uns im Auge. Kam wahrscheinlich schon einmal in die Seitenlinie, hat geschimpft. Marco Reus flankt von links in den Strafraum der Berliner. Henrichs ist eher am Ball als Lustenberger. Der ihn anschließend von den Beinen holt. Kein Foul gesehen, der Schiedsrichter. Aitekin. Immer noch bewölkt. Ja. Torhüter Jahrstein klebt nicht wie manch anderer auf der Linie. Stürmt heraus, schnappt sich das Leder. Ich muss jetzt nochmal gucken. Stuttgart führt 2-1 gegen Bayern. Das ist ja unglaublich. Wow, wir haben schon wieder den Textmodus verwirrt. Pjanic setzt sich mit einer feinen Einzelleistung gegen mehrere Verteidiger durch, zieht eine Strafraumgrenze ab. Der Ball schlägt flach links unten im Tor ein. 1-4, Pjanic. Junge Pjanic, ich liebe dich. Ich liebe dich, Pjanic. So, wir wechseln jetzt aus. Aubameyang kommt raus, kriegt die Pause. Schöle kommt rein. Ja, sehr gut. Reus geht dabei wieder nach vorne, ne, als Stürmer. Aubameyang wird langsam wieder müde ein bisschen. Äußerst einseitige Partie jetzt. Mittlerweile. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, aber ungenauer Rückpass von Pekarek. Kann Jahrstein nicht mehr erlaufen, gibt Eckball. Nicht ganz so schlau. Ich denke, wir werden jetzt gleich auch mal Thielemanns einwechseln für Weigel. Weigel macht zwar ein überragendes Spiel wieder, aber Thielemanns kann jetzt auch mal dann wieder einen Einsatz bekommen. Das werden wir so machen nach der Chance, nach der Möglichkeit, die jetzt gerade kommt. Marco Reus wieder mit der Ecke. Schürrle und Lustenberger steigen zum Kopfballduell hoch. Lustenberger kann sich durchsetzen. Jahrstein muss nicht eingreifen und wir wechseln jetzt mal aus. Weigel, dafür kommt dann Thielemanns rein. Kriegt dann seine Chance hier. Zu spielen für Weigel und Weigel kann sich ausruhen, nachdem er hier überragend wieder gespielt hat. Wie eigentlich immer jetzt gerade in den letzten Spielen. Kalou kommt rein für Schieber. Gucken nochmal auf Bayern. Boah, immer noch 2-1 für Stuttgart.
Das ist ja Wahnsinn. Skelbert schlägt den Ball hoch aus dem Halbfeld in den Strafraum, doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Sokrates und Pazlak sichern den Ball lediglich ab. Geht ohne Berührung ins Tor aus. Die Körpersprache der Berliner lässt nach. Ja, die haben sich wahrscheinlich mit der Niederlage jetzt abgefunden beim 1:4. Kann man das auch mal machen? Timo Horn spielt da gut mit, kommt rechtzeitig raus, fängt das Leder vor Kalu ab. Wir gucken mal, wen wir jetzt noch auswechseln können. Ich sehe da einen mit 74, das ist Pjanic, dafür kommt dann mal Kagawa rein. Geht er nach vorne, Henrichs geht er nach hinten, obwohl, nee, andersrum sinnvoller. Machen wir den letzten Wechsel noch, Kagawa kommt rein. Und eine Minute noch. Und Schlusspfiff. Bayern spielt noch. Bayern spielt noch. Bayern spielt noch. Schlusspfiff. Auch in Mainz. Nochmal eine Möglichkeit jetzt für Stuttgart. Komm schon, schieß die Bayern ab. Timo Werner. Tobias Werner. Boah, unglaubliche Parade. Aber. Komm schon. Mach jetzt. Ja, Glanzparade interessiert aber keinen. Ich will, dass du das Spiel abpfeift. Abpfeifst. Komm schon. Herbstmeister. Nicht nochmal eine Chance, meine Güte. Nochmal eine Ecke für Stuttgart. Aber das ist gut. Stuttgart macht weiter. Ecke übernimmt Isuna. Hebt die Hand. Philipp Lahm ist da. Klärt Postwenden per Kopf. Komm schon, pfeif ab. Kann doch nicht sein. Mach's nicht so spannend. Aber selbst wenn Bayern unentschieden spielt, sind wir, glaube ich, Herbstmeister. Boah, noch eine Möglichkeit. Stuttgart. 3 Minuten Nachspielzeit. Ich hätte gerne mal gewusst, wie viel Nachspielzeit es gibt. Boah, komm schon. Schlusspfiff. Wir sind Herbstmeister, Leute. Guckt euch das an, wir sind Erster. Ist das die Möglichkeit? Wir sehen uns im Nachbericht. Leute, wir haben es nach diesem Katastrophenstart geschafft, dass wir zur Winterpause auf dem ersten Platz stehen. Ja. Wow. Wenn das nicht mal klassischer Fall von Kurve bekommen ist. Ich meine, das müssen wir jetzt auch halten, natürlich. Na, aber das ist schon mal... Wir gehen schon mal mit breiter Brust jetzt in die Winterpause. Mit sehr breiter Brust. Starkes Spiel heute auch wieder gegen Berlin. Weigel vor allen Dingen hat wieder sehr, sehr gut gespielt. Wir hatten Berlin unter Kontrolle. 61% Ballbesitz, 9 Chancen rausgespielt. 4 davon sind reingegangen. Chancenverwertung stimmt. Was ich das mal sagen könnte, hätte ich nicht gedacht. Wir sind Nummer 1. Wir haben uns den ersten Platz geholt und ich bin da unglaublich stolz drauf gerade wieder. Das ist unglaublich gut. Weigel, bester Spieler des Tages auch heute. Weigel ist einfach, der wächst über sich hinaus gerade. Der ist unser Leistungsträger jetzt, diese Saison gerade. Immer Note 1, beste Spieler. Da müsste er aber auch langsam mal hier oben stehen. Ja, da ist er auch schon. Zusammen mit Pjanic und Aubameyang ist auch schon hier mit am Start. 21 Tore hat Aubameyang jetzt. Und das spricht für unsere Saisonleistung. Und was ist das denn, ey? Da stehen echt wir. Nicht Bayern, nicht Schalke. Kein anderer. Wir stehen da. Als Herbstmeister. Sehr gut. Sehr gut. Und in 62% aller Fälle in der Geschichte der Bundesliga ist der Herbstmeister auch am Ende Meister geworden. Also das müssen wir jetzt halten. Hier, wir müssen diese Mehrzahl an Prozenten müssen wir jetzt bestätigen, dass wir auch Meister werden können jetzt. Aber es läuft gut. Aber die Sponsoren sind immer noch nicht zufrieden. Selbst wenn wir auf dem ersten Platz sind jetzt. Das geht auf jeden Fall auch noch ein Stück weiter hoch hier. Das Vertrauen, das Sportliche, SAP, mehr Geld. Ja, gib mir nicht mehr Geld. Ah, leck mich doch. Schöne Weihnachtsfeier. Ja, die Weihnachtsfeier, die ist jetzt wahrscheinlich ultra ausgelassen gewesen. Wir speichern direkt mal, damit hier nichts mehr passieren kann. Außer mein Rechner explodiert jetzt.
Mannschaft der Woche, Weigel, schöne Weihnachtsfeier. Sehr schön, Stimmung ist gut. Verlieren 5 frische Punkte, ist aber scheißegal. Weil wir sind Herbstmeister. Wow, was eine Folge, was eine Wendung in dieser Saison das Ganze genommen hat. Unglaublich. Unglaublich. Wir sind Herbstmeister. Wir haben stärkste Tordifferenz der Liga. Bayern ist dahinter. Wir sind ein Punkt vom zweiten Platz weg. Ja, mit der Mannschaft, die wir hier gerade haben. Henrichs, starker Spieler, auf jeden Fall. Sein Tor lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber ich glaube, ihn in die erste Mannschaft zu holen, das war die richtige Wahl. Ja, jetzt kommen dann bald noch die Abgänge. Podolski wird zu Köln gehen. Mohr wird an Lautern ausgeliehen und Rode wechselt zu Leverkusen. Und ihr schreibt in die Kommentare, was wir noch mit Castro anstellen sollen. Ob wir ihn auch jetzt schon verkaufen sollen und dann gegebenenfalls irgendwie noch jemanden holen sollen. Ja, oder ob wir Castro behalten sollen. Meinte, das wird dann vielleicht zu knapp. Oder weil wir haben ja auch noch Sanchez dann, ne, bis zum Saisonende. Den können wir dann auch noch einsetzen, wenn es eng wird. Ja. Ich bin unglaublich glücklich, dass das jetzt so weit geklappt hat. Dass die Aufstellung so gut ankommt in der Mannschaft, dass die Aufstellung so effektiv ist. Und ich habe ja gesagt, ne, wenn man daran glaubt und einiges und das Glück dann auch mal wieder auf der Seite ist, auf unserer Seite, dann klappt das besser. Ja, und wenn dann einmal diese Kurve geschafft ist, dann braucht man auch kein Glück mehr. Weil jetzt ist es die Leistung, die bei uns gerade entscheidend ist und die Teamdynamik ist auf 400 und wir haben diese Kurve echt verdammt souverän gemeistert und wir waren ja, wenn es anders gelaufen wäre, dann wären wir jetzt in der tiefen Krise, aber so sind wir jetzt Herbstmeister und das ist sehr gut. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Also nicht wundern, ich habe jetzt die Folge vom, ich glaube, welches Datum ist das? Vom 19. Dezember bis heute, wo ihr die Folge seht, habe ich am Stück aufgenommen. Also eine ganze Weile. Ich glaube, 9 Folgen am Stück habe ich jetzt aufgenommen. Einfach damit Folgen über die kompletten Feiertage kommen. Wir haben jetzt die Hinrunde abgeschlossen. Ich warte auf eure Kommentare, bis ich jetzt weitermache. Und ich bin glücklich. Es geht weiter. Wir haben eine Mannschaft mit übertriebener Zukunft. Paslak ist mittlerweile auch Stammspieler. Keine Frage, als Rechtsverteidiger. Wird er sich noch weiter steigern, auf jeden Fall. Ist dann auch jetzt in der Mannschaft angekommen, wirklich. Henrichs wird auch noch sich wahrscheinlich um einiges steigern in dieser Saison. Hat er jetzt erst 6 Spiele gemacht und sich schon, ist eigentlich schon Bestandteil der Mannschaft, würde ich jetzt mal so sagen. Ist im Team noch nicht ganz akzeptiert, aber also eigentlich noch umstritten, noch nicht ganz akzeptiert ist Thielemans, aber das kommt alles noch. Thielemans werde ich in der zweiten Hälfte der Saison auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, dass er öfter spielt. Ja, da würde ich aber erstmal sagen, war es das für diese Folge. Nochmal, ich hoffe, ihr hattet frohe und schöne Weihnachten und habt die Zeit genossen, genießt jetzt bald auch Silvester. Da werde ich auch wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich dann auch über Silvester wieder Besuch habe. Und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Unglaublich geil. Es geht weiter in der nächsten Folge mit ja, der Winterpause und vielleicht auch Transfers. Aber da warte ich erstmal auf euch. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Und vergesst nicht bei den anderen vorbeizugucken. Hier, Krauer, ne? Vergesst nicht bei Krauer vorbeizugucken. Haut rein. Ciao.